Atomtransporte über den Rostocker Hafen sind für uns erstmal eine riesengroße Rücksichtslosigkeit, muss man sagen. Niemandem etwas davon zu sagen, dass auf normalen Passagierfähren Atombrennstäbe transportiert werden, Arbeiter das verladen zu lassen, Passagiere mitfahren zu lassen, die sich eigentlich eine Seereise erhoffen, das ist unglaublich. Also ich bin jetzt noch mal ganz kurz von der Sitzung entfleucht und wollte euch mitteilen, dass der Antrag angenommen wurde. Das heißt, die Mehrheit der Bürgerschaft hat sich jetzt dazu ausgesprochen, dass die Hafennutzungsordnung geändert wird. Trotzdem ist anzunehmen, genau, und das ist nicht der Verdienst eines OZ-Reporters, sondern euer, unser, von der Bewegung insgesamt. Trotzdem ist wahrscheinlich, dass der OB in Widerspruch gehen wird. Und deswegen ist klar, dass unsere Hausaufgaben noch weiter auf der Tagesordnung stehen und dass noch weiterer Widerstand erforderlich ist, damit das wirklich Realität wird. Ja, und jetzt muss ich wieder rein. Tschüss.